Das Salzburg-Museum hat heute einen Sensationsfund präsentiert. Bei Bauarbeiten in Neumarkt wurden mehr als 2000 Jahre alte Schmuck und Münzen gefunden. Ein absoluter Zufall und eine wissenschaftliche Sensation für Salzburg und weltweit. Das ist ein großartiger Fund und ich bin wirklich dankbar. Alle haben alles richtig gemacht, die Finder, das Bundesdenkmalamt. Aber großes Dankeschön vor allem dem Freundesverein des Salzburg-Museums und der Präsidentin Ballauf, die den Ankauf ermöglicht haben. Damit bleibt dieser kunst- und kulturhistorisch einmalige Fund in Salzburg und verschwindet nicht in den Auktionshäusern dieser Welt. Diese Objekte sind ungefähr wie alt? Die sind ungefähr 2000 Jahre alt, die datieren ungefähr in die Zeit 50 vor Christus. Die eine Theorie geht davon aus, dass es ein Schatzfund ist, der vergraben worden ist, um ihn zu sichern und später wieder zu heben in einer Gefahrensituation. Und die andere Möglichkeit ist, dass er niedergelegt worden ist als Opfer, als Votivgabe, als Gabe an die Götter und nie geplant wurde, ihn wieder heraufzuholen, in Anführungsstrichen. Das war der Plan, doch der Zufall wollte es anders. In Neumarkt wurde der keltische Schatz gehoben. Wir sind jetzt reich an Kunstschätzen offensichtlich. Ich bin ein wenig baff, muss ich sagen, und bin natürlich stolz, dass dieser Fund so große Wellen schlagt und Neumarkt dadurch natürlich auch immer wieder ins Rampenlicht kommt. Wo der Schmuck genau vergraben war, bleibt ein absolutes Geheimnis. Selbst für die Präsidentin des Museumsvereins. Und auch ich weiß es nicht, das ist auch gut so. Alles, was man nicht weiß, kann man nicht erzählen.